Willkommen zurück bei Let's Play Terraria. So. Also, Spichi, wie sieht denn der Plan jetzt für heute aus? So. Nachdem wir unsere erste Nacht in unserem 5-Sterne-Hotel hier verbracht haben. Gemeinsam. Ja, eine wunderbare Nacht. Mit vielen Kommandos und viel Arbeit. Ja, unser heutiger Plan ist Getting Wood. Wir brauchen Holz. Viel, viel Holz. Für allen möglichen Scheiß. Denn wir wollen ja so ein kleines, unser kleines Home aufbauen. Ich möchte nicht in einer steinernen Höhle leben. Ich möchte eigentlich in einem Haus sein. Mit meinen Deckchen, meinen Tischchen und meinem kleinen Bilde mal die Vorhut. Wir haben uns sogar schon eine kleine Hasenfalle hier aufgebaut. Ja, für den Fall, dass wir mal hungrig werden. Ja. Oder dass wir was zum Kuscheln brauchen. So. Holz! Du kennst unseren Plan, wir zerstören die Umwelt. Alles klar. Ja. Fällt dir vielleicht gerade irgend so ein Holzfällerlied ein? Ein Sack Zement. Ein Sack, ach nee, das ist Zement. Ah, das ist ein Maurerlied. Yeah. Ja, mit diesen, mit den Eichen kannst du dir halt neue Bäume anpflanzen, aber das dauert ewig und die wachsen auch nie so gut, wie du die hier vom Geben kriegst. Aber kann ja nicht schaden, schon mal an morgen zu denken. So. Ich würde sagen, wir schnappen uns die Bäume hier noch, gucken dann noch ein bisschen weiter, ob wir irgendwo ein paar Bäume finden und dann basteln wir die Bude zu Ende, damit wir auch endlich mal unter die Erde kriechen können. Oh ja. Proletarier-Alltag. Ja, wir kennen es von damals. Ständig am Holzfällen und wenn du nach Hause kommst, was hast du da zu tun? Tische bauen, Stühle bauen. Nie hast du deine Ruhe. Ah, die Viecher. Dazu muss ich dir auch noch einiges erklären. Die Mistviecher werden uns hier noch total auf den Sack gehen, weil die eigentlich überall zu finden sind. Ah, da kann ich auch gleich mal ein paar neue Fackeln machen, oder? Wenn ich... Ja, die können wir immer gut gebrauchen. So, ich fange einfach schon mal ein bisschen an. Hier ist jetzt ein Ofen zur Auswahl. Ah, gut, du hast schon genug Stein für den Ofen, den können wir, kannst du ja theoretisch auch schon gleich mal herstellen. Okay. So, Ein Bogen, einen hölzernen Bogen gibt's hier noch. Ja, Teile zum Anfang sehr praktisch. Und ein Hammer. Aber mit deinem Bumerang bist du eigentlich schon ziemlich gut ausgerüstet. Okay. So. Aber den Hammer brauchen wir. Der ist wichtig. So. So, das Ding ist, mit dem Hammer kannst du halt Hintergrundobjekte zerstören, ne? Sowas wie die Wände, die wir hier überall aufgebaut haben. Ist auch wichtig, dass wir nicht diese Dreckwände übrig lassen, weil das lässt Monster auch spawnen, wenn die Dreck hinter sich haben. Okay. Also, Quasi wie in der Küche, ne? Dreck ist unser Feind. Jo. So. Machen wir es hier mal ein bisschen gemütlich. Hier eine kleine Leseecke. Moment. Oh. Trennen wir das nochmal in zwei Räume und dann haben wir schon gleich zwei Personen hier drin. Möchtest du einen Shackle von mir haben? Oh, Shackle Deeds. Shackle-lastic. So, Shackle-delic. Jetzt müsste eigentlich bald hier jemand auftauchen. Aber es dauert immer so ein paar Sekunden, bis die da aufkreuzen.
Du hast noch ein bisschen Stein, ne? Ja. Oder Kupfer hast du doch. Du könntest dir vielleicht, muss mal... Ah, Mist, wir brauchen erstmal Eisen. Naja, egal. Das dauert hier wohl noch ein bisschen, bis sie hier auftauchen. Deswegen würde ich sagen... Steinblöcke habe ich noch. Ah, das bringt uns nicht so viel. Glas aus Sand, cool. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Haus dringend Fenster braucht. Weißt du, vielleicht ist dieses Haus einfach noch nicht einladend genug. Hm. Braucht man nicht auch sowas wie Betten? Nee, die sind nicht dringend notwendig. Die sind nur dafür da, um Spawnpunkte zu setzen. Aber komm, ich würde dir gerne mal schon mal ein bisschen was vom Untergrund zeigen, damit du weißt, wie das hier unten abläuft. Ist hier eine ganz harte Tour. Okay. Ganz harte. Ich hab da auch schon mal gleich was vorbereitet. Kommst du jetzt hierher? Zwing mich doch. So. Folg einfach dem Licht. So, ich habe uns hier was vorbereitet. Ein Loch. Wow. Mushroom. Ding ist, du kannst Fallschaden kriegen. Okay. Wir sollten uns auf dem Weg immer ein bisschen ausleuchten. Mir geht's gut. Ich bin fast tot, aber mir geht's gut. Einen Moment. Von den Mistviechern warten hier Hunderte unten. Es ist hier quasi die Monsterhölle, wo wir hier gerade runtergehen. Und das ist auch noch der nette Teil. Mach du mal den Leuchter hier und okay. Versuch die Viecher mit dem... Genau, als Guide sollte ich dir ja eigentlich nur den Weg weisen. Lass dich nicht von denen so einschüchtern, gib's dir mal so den Weg. Bam! Die Fresse. So, hier, in den Töpfen finden wir immer wieder... Oh, Moment. So, in den Töpfen finden wir immer wieder allen möglichen Kram, Kohle und sowas in der Art. Was auch hier ein bisschen praktisch für den Anfang sein könnte, wäre, du musst mal gucken, das hier ist die ganz normale Erde, die du hier siehst. Es gibt auch so eine Art leicht rötlichere Erde, das ist dann Lehm. Jo. Das können wir eigentlich ziemlich gut gebrauchen, weil das ziemlich leicht zu kriegen ist und du kannst damit auch schon ziemlich gutes... Ist da oben rechts eine Qualle, die leuchtet? Ja. Ist daran irgendwas ungewöhnlich? Ah, golden Schleim! Wie lange wartest du schon hier auf diesen Krieg? So. Mit Spinnenweben? Ah, was kannst du denn mit Spinnenweben? Ach ja, genau. Dann konntest du dir Seide machen, was praktisch ist für Betten, die wir auch gebrauchen könnten, aber noch nicht so zwingend notwendig sind, weil wir eigentlich ganz eher unsere Spawnpunkte sind. Mhm. Die sind hier nur dafür da, um in den Schlaf zu kommen. So, das Ding ist, was du hier in dem Spiel ganz häufig machen musst, ist dich einfach mal runterarbeiten. Hier sind so viele Höhlen aufgebaut, so viele Rohstoffe allgemein irgendwie versteckt, dass es gar nicht sich lohnt, nach irgendwelchen Wegen zu suchen, sondern sich einfach durchzuackern. Moment. Together we can. So. Moment. So, das Ding ist, worüber ich jetzt noch eigentlich gar nicht nachgedacht habe, ist, wie wir später wieder hochkommen. Wir graben uns einfach wieder hoch. Ja, hört sich am besten an. So, was wir von hier schon mal holen könnten, wären so ein paar Materialien wie ein bisschen Kupfer, Eisen, solche Sachen könnten wir ziemlich gut gebrauchen, um uns einfach schon mal eine anständige Stahlausrüstung zu machen, weil das, was wir jetzt haben, Shit, das ist nix. Das ist Dreck. Es gibt einem das Spiel, damit du dich schwach fühlst. Verdammt nochmal, will man uns hier kein Metall geben?
Ja, wie du siehst, hat sich der Hintergrund ein bisschen verändert. Vorher war das einfach nur dreckig, jetzt ist es mit dreckig mit Stein. Eine kleine Steigerung. Ja. Es gibt nämlich mehrere, ich sag mal, Tiefenskalern, sag ich mal. Also an den Hintergrundwänden kannst du immer ein bisschen erkennen, wie tief du bist. Wir sind jetzt noch in einem recht niedrigen Bereich. Wir haben, ich glaube, gerade mal 0 erreicht von der Höhe. Wow. Ja, es gibt halt noch zwei weitere Tiefen sozusagen. Es gibt einmal so die Höhe, bei der du wirklich schon unter der Erde bist. Da bist du dann so, sag ich mal, bei, ich glaube, 600 Metern unter der Erde. Großartig. Und dann gibt's noch die Tiefe, die kann man quasi als die Hölle bezeichnen. Cool. Ja, wenn wir dahin gelangen, sind wir erstmal am Arsch, weil wir noch nicht lange bereit für sowas sind. Und das auch noch, selbst wenn du bereit dafür bist, noch immer die Hölle bleibt. Schauen wir uns erstmal ein bisschen hier unten um, bis wir so... es lohnt sich auch eigentlich, hier unten sich umzuschauen, weil du immer wieder auf Schatztruhen triffst, die dir eigentlich nützliche Waffen bereiten. Du findest auch, spezielle Materialien, die extrem selten sind, nur unter der Erde. Oberhalb gibt's eigentlich nur, ich sag mal, Grundmaterialien zu finden und ein, zwei Special. Also du kannst bestimmte Biome finden, weil, diese Wald und Wiesen, wo wir bisher sind, das ist jetzt bisher noch der Anfang. Jo. Irgendwie bringt das Ganze hier nichts. Oh, warte mal, hier ist ja Eisen. Ja, Eisen und Stein, das sieht verdammt ähnlich aus. Da muss man die Augen echt offen haben. Was bist du denn hier? So. Ja, wieder mal habe ich dir das Leben gerettet. Dankeschön. Gut, dass du mir das Leben rettest. Ich schon fast tot bin. Aber weißt du, ich bin schon so alt. Ich weiß nicht, ob man mein Leben noch retten kann. Hm. Was haben wir denn hier? Ah! Oh, komm mal runter. Cool Story. Das hier? Ja. Das ist ein Lebenskristall. Hast du einen Hammer inzwischen schon? Ja. Schlag den mal kaputt, ich überlasse dir den ersten. Mit diesen Steinen kannst du dir quasi zusätzliche Energie geben, die erweitern deine Energieleiste. Naja, gut, habe ich jetzt noch nichts bemerkt von. Nee, den musst du benutzen wie einen Gegenstand. Musst du in deinem. So. Oder hab ich denn? Nee, hast du. Ah, da. Life Crystal. Nice. Tada. Ja, so ähnlich ist es mit den Sternen. Die Sterne sind aber für deine MP da. Wenn du 10 Stück von denen hast, kannst du dir ein neues MP-Feld geben lassen. MP, das hört sich so nach Magie an. Gibt MP. Ist das hier so Gold? Nee, das ist Sand bestimmt oder sowas. Ja. Das hier, auf dem ich stehe, das ist Silber, das glitzert so ein bisschen. Sehr nützlich, können wir gut gebrauchen für starke Rüstung. Anders als in anderen Spielen, die mir jetzt gerade fremd sind, sind Materialien wie Gold zum Beispiel auch ziemlich nützlich. Welches Spiel könnte damit wohl gemeint sein? So. Ah, ein Goldfisch. Ah, nee. Obwohl, doch, mit denen kann man glaube ich auch schon was anfangen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt tot kriegen. Was geht denn da unten links ab? Eine Party. Aber ey, die coolen Kids gehen nicht auf Partys, ja? Ja, eigene. Nee, schauen wir uns mal an, was da unten so blinkt. Ich weiß, deine Neugier kann sich gar nicht mehr zurückhalten. Wir sollen uns vielleicht ein bisschen mehr abschwenken, in welche Richtung wir eigentlich graben. Ja. Erstmal den Fisch hier verrecken lassen. Ah, das ist unser Kumpel. Wir brauchen doch ein Maskottchen.
Goldie. Komm mit, Goldie. Wie fröhlich der ist. Siehst du nicht, wie sehr der sich freut, uns zu sehen? Der hüpft umher, als ob er keine Luft hätte. Komm mit, Goldie. Wir bringen dich in einen neuen Teich. Warte mal. Ach, schade. Ich dachte, wir könnten ihn da unten so eine kleine Pfütze aufbauen. Okay, neue Quest. Bring Goldie ins Wasser. Links. Rechts. Links. Rechts. Das Video wird schon wieder ganz schön lang. Naja, wir retten hier immer ein Fischleben, ne? Da kann man sich nicht einfach so aussuchen, wie lange das dauert. Komm, Goldie! Du musst hier lang! Hier ist das Leben! Oh. Warum lässt du mich runterfallen? Gott, oh Gott! Oh mein Gott, was war das? Was? Ich hab nichts gesehen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Mich irgendwas angesprungen. Ist oh mein Gott! Was ist das? Warum ist das hier so böse? Was haben die gemacht? Früher war alles anders. Halt! Ah, mein Gott, wo sind wir hier? Wir sind in der Hölle gelandet, Marcel. Wir sind in der Hölle! Ach, ich glaube, jetzt hat sich wieder alles beruhigt. Das war vielleicht mal. Oh, nein, nein! Misty! Ich glaube, das ist ein Wurm. Habe ich jetzt ein Höllenwurm! Ja! Oh mein Gott! Michi, geh da weg! Das, ach, nein! Oh mein Gott! Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich will nicht sterben! Ja, ich hab dein Geist kriegst dich nicht im Stich! Drache! Ich hab ihn Wurm getötet. Ich hab ihn zerboomerangt. Hey, eine Krankenschwester ist angekommen! Was? Hallo, ist das Mädchen? Haben Sie sich schon eine Wohnung hier gesucht? Wir haben hier gerade was im Angebot. Ich will auch sterben. Ich komm zu dir. Dann kann ich dich töten. Kannst du leider nicht, oder? Nee. Alles klar. Während Schmichi sich auf den Weg zurück zu mir macht, sag ich, bis zum nächsten Teil.